also befindet sich das thronerbliche Haupt. Lauf weg! Feu! Ein Prinz zwischen blauen Bettelkindern und Langstreicher Pack, das ich schon lange suche. Hallo und herzlich willkommen zum Radio 1 DVD-Tipp der Woche. Das ist diesmal passend zur Vorweihnachtszeit ein DEFA-Märchenfilm-Klassiker aus dem Jahre 1985. Gritta von Ratten zu Haus bei uns, basierend auf einer Geschichte von Gisela und Bettina von Arnim. Besonders sehenswert ist hier die Ausstattung, die hat nämlich der Chefszenenbildner der DEFA entwickelt, Alfred Hirschmeier, und er ließ seiner großen Fantasie freien Lauf. Ein Meisterstück ist allein schon dieses Schloss, eine Mischung aus Burg und aus Gründerzeit Gewächshaus, herrlich versponnen, wunderbar verspielt, so wie der ganze Film. In diesem Schloss wohnt Gritta mit ihrem Vater, das ist ein Bastler, ein Tüftler, der entwickelt zum Beispiel gerade eine Thronrettungsmaschine, und die wird noch sehr notwendig sein für den König. Sie wiederum ist ein wildes Naturkind. Sie liebt die Tiere, sie tollt herum, sie ist sehr aufmüpfig und damit vielleicht so etwas wie die Pippi Langstrumpf der Romantik. Gespielt wird sie übrigens herzerfrischend von Nadja Clear. Das ist die Tochter der DDR-Oppositionellen Freya Clear. Heute ist sie eine sehr bekannte Autorin und vor allem eine sehr bekannte Fotografin, und sie gibt mit ihrem natürlichen Spiel diesem Film seinen Charme. Sie zeigt uns hier zusammen mit ihrem Vater so etwas wie das Leben von Außenseitern. Die leben am Rande der Gesellschaft, die schauen spöttisch auch herab auf die Mächtigen dieses Landes. Und damit war dieser Film bei aller märchenhaften Verspieltheit dann auch so etwas wie ein politisches Statement. Also wenn sie zum Beispiel sagt, wir lesen keine Zeitungen, wir hören, was die Spatzen vom Dach pfeifen. Und das verstand natürlich jeder DDR-Bürger, der wusste, dass die Zeitungen nicht unbedingt lesenswert waren. Dieser Film also war auch eine DDR-Satire, vor allem aber ist es ein schönes, sehr fröhliches, märchenhaftes Spektakel, und es lohnt sich unbedingt, diesen Film wiederzuentdecken, entweder auf DVD oder im Stream. Und dies war es auch schon wieder mit dem Radio 1 DVD-Tipp der Woche. Noch mehr Kino gibt's jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.